So, da sind wir schon wieder zurück mit der nächsten Info, beziehungsweise ihr könnt euch einen Skin freischalten, beziehungsweise einen Skin-Stil. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass mir das Ganze auch hier gelingt. Was müsst ihr dafür machen? Klar, es geht um Lara Croft. Und was müsst ihr dafür tun? Auf jeden Fall Lara Croft ausrüsten. Welchen Stil ist relativ egal. Dann haben wir jetzt mit dem neuen Update hier diese neue Insel. Die war vorher, nee, gar nicht, die war gar nicht da. Die war noch gar nicht da. Auf jeden Fall haben wir auf der Insel auch einen neuen NPC und ihr seht schon, hier ist die Hölle los. Och nö, jeder, jeder will diese Waffe haben, beziehungsweise den Stil freischalten. Das Problem ist, die Waffe gibt es nur einmal. Nämlich, da liegt ein goldenes Sturmgewehr und ein neuer NPC. Von dem goldenen Skin, den wir heute auch im Shop haben. Und genau diese Waffe müsst ihr einfach nur aufheben und das war's. Aber wie ihr seht, ist ein bisschen schwierig. Ich wette nämlich, ich bin nicht der Erste. Also wenn ihr Kills machen wollt, hier ist es definitiv am schnellsten machbar. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall Kills machen mit Dings. Natürlich, mich wird's erwischen. Also, wir probieren das Ganze einfach nochmal. Aber ich glaube, im Solo-Modus wird es ein bisschen schwierig. Weil ihr seht ja selber, was hier los ist. Jeder spielt gefühlt gerade Lara Croft. Ja, der hat schon den goldenen. Wie gesagt, ihr müsst auf dieser Insel landen und da, wo der NPC ist, da liegt eine goldene Scar. Die wird uns natürlich die Scar nicht einfach so geben. Nämlich, sie will dann natürlich direkt gegen uns kämpfen, aber es reicht, wenn wir die Scar einfach nur aufheben. Und ich schätze mal, ich werde das Ganze jetzt gefühlt 20 Mal machen müssen, bis ich endlich den Skin freigeschaltet habe und quasi das Thumbnail für euch fertig habe. Also wenn ich das Thumbnail habe, dann habe ich auch den Skin gekriegt. Das Ganze wird natürlich jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, denn ihr habt es gerade gesehen, ich glaube, gefühlt waren wir gerade 20 Leute da. Dann ist ja noch das Problem, es gibt noch die Spieler, die jetzt um den Kills machen wollen. Da ist es natürlich am schnellsten möglich. Und des Weiteren, es gibt immer die Leute, die andere einfach nur nerven wollen. So, denkt dran, ihr müsst hier unten auf dieser Insel landen. Ich könnte das Ganze natürlich jetzt auch in meinen Custom Games machen, euch zeigen. So sieht die Waffe aus. Aber ich denke mal, jeder weiß, wie eine goldene Scar aussieht. Und die müsst ihr einfach nur von dem Altar da wegnehmen. Aber ich hole euch natürlich schon mal mit. Vielleicht kriege ich es in der zweiten Runde hin. Aber da als erstes zu landen, ist so schwer. Ja, ihr seht ja schon. Er probiert es auch. Wie viele Lara Croft Skins haben wir noch? Da nicht. So, die Route ist natürlich wieder eigentlich relativ gut. Ich dachte eigentlich im Solo-Modus geht's easy. Da ja mehr Bots drin sind. Ich habe ja im letzten Video. Ne, wann habe ich das Video gezeigt? Gestern Abend, wo ich die 13 Kills habe. Also meine Lobbys sind eigentlich voll mit Bots. Aber ihr seht ja, ich bin mal gespannt, wie viele jetzt dort landen. Wie gesagt, schreibt es mal wirklich in die Kommentare. Wie viele Versuche habt ihr gebraucht? Und in welchem Modus habt ihr das Ganze gemacht? Weil in Gruppenkeile kann ich mir auch vorstellen, dass es da auch einfacher ist, aber andererseits auch schwerer, weil du halt gefühlt 15 Teammates hast, die auch da landen wollen. Und das Problem ist, die Waffe ist natürlich auch nur ein einziges Mal da. Das ist nämlich das große Problem. Oh nein. Oh nein. Ich bin schon falsch geflogen. Ich hoffe, die anderen auch. Ich werde safe nicht rumkommen. Och nö. Ja, die waren besser als ich. Also, nochmal ganz kurz erklärt. Ihr müsst halt auf dieser Insel landen, da ist der neue NPC, da müsst ihr euch die goldene Scar holen und dann habt ihr auch direkt schon den Stil freigeschaltet, wenn ihr halt Lara Croft ausgerüstet habt. Und in dem Sinne, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie lange habt ihr gebraucht, wie oft habt ihr es probiert. Und nochmal, in dem Sinne, euch viel Spaß mit dem neuen Stil und haut rein.